Heute geht es um die Vorstellung von vier Bildaufnahmeröhren. Drei Röhren aus der Kategorie der Widicons und ein sogenanntes Ortikum. Bildaufnahmeröhren funktionieren ähnlich wie Bildröhren. Zum einen die Aufnahmeröhre selbst, zum anderen die Ablenkeinheit. Was ich hier gerade in der Hand habe, ist eine 9728M von EMI. Und die nehme ich deshalb als Beispiel, weil ich sowohl die Widicon-Röhre selbst als auch die Ablenkeinheit habe. Das ist die Ablenkspule. Die Ablenkung von Bildaufnahmeröhren geschieht analog zu normalen Bildröhren, sprich es gibt eine vertikale und horizontale Ablenkung. Die Spulen sind doch fast identisch gewickelt wie die in einer normalen Bildröhre. Und auch die Bildaufnahmeröhre selbst sieht identisch aus. Wie eine Bildröhre. Man sieht auf der linken Seite das Kathodenröhrchen sowie den Wellnetzzylinder, also die Fokussierung des Elektronenstrahls. Dann folgt die Beschleunigung, die, Entschuldigung, die Fokussierungsanode und dann die Beschleunigungsanode. Bis hin zum Target, auf die mit den Linsen das Bild projiziert wird. Wie funktioniert jetzt die Röhre? Wie gesagt, die Elektronenkanone formiert den Elektronenstrahl. Die Fokussieranode fokussiert ähnlich wie eine optische Linse den Strahl und dann die Beschleunigungsanode gibt den entsprechenden Schub. Die Ablenkeinheit um die Röhre selbst, also die Röhre steckt, wie gesagt, innerhalb der Ablenkeinheit. Wenn wir es richtig rum machen. Und in der Ablenkeinheit wird der Elektronenstrahl in der Bildaufnahmeröhre exakt so abgelenkt wie auch in der Bildröhre. Damit zeichnet der Elektronenstrahl ein Bildraster. Und der Trick ist durch die Beschichtung. Es gibt mehrere Beschichtungen, je nach Empfindlichkeit, also welche Wellenlänge. Und die Stelle, die von Licht getroffen wird, beziehungsweise wie stark sie getroffen wird, hat entsprechend einen Widerstand. Und dieser ändert sich je nach Belichtung. Und der Strom, der dabei fließt, also durch den Elektronenstrahl, wird praktisch ein Strom erzeugt, der halt auf dem Bildpunkt die Stärke, eine bestimmte Stärke hat, je nachdem, wie stark belichtet wurde. Und dieser Strom kann hier am äußersten Ring der Widicon-Röhre abgenommen werden. Und entspricht somit praktisch der Helligkeit dieses Punktes. Je nach Wellenlänge, also der gewünschten Farbe, ist die Röhre halt für bestimmte Bereiche empfindlich. In Farbkameras existieren drei Stück dieser Röhren, also die Rot-, Grün- und Blau-Empfindlichkeit. Innerhalb der Kamera wird über ein Prisma und ein Farbfilter praktisch das einkommende Bild aufgeteilt in diese drei Grundfarben. Und für diese drei Grundfarben habe ich jeweils eine eigene Widicon-Röhre, die dann praktisch die Farben zerlegt.
Dies hier ist eine relativ neue Röhre. Also neu im Sinne von eine sehr moderne Videokonröhre. Eine andere Videokonröhre, die in Medizingeräten benutzt wurde, nämlich in Röntgengeräten zur Live-Kontrolle für Röntgenuntersuchungen, wie zum Beispiel Katheterisierung, Entschuldigung. Das ist eine 5586 von Philips. Ist auch schön markiert. For use with X-ray image imaging. Auch hier sieht man sehr gut den Aufbau. Ich versuche mal zu zoomen. Links ist wie gesagt die Elektronenkanone. Der Wendezylinder, die Beschleunigungsanode und Entschuldigung, die Fokussieranode und dann kommt die Beschleunigungsanode und zum Schluss das Target. Es ist leider jetzt nicht zu sehen im Licht, aber diese Röhre wurde mit stehender Ablenkung betrieben. Und auf dem Target gibt es einen Strich, der entstanden ist, also ein Brenneffekt, der entstanden ist, wie die Röhre mal betrieben wurde, mit entweder defekter horizontaler oder vertikaler Ablenkung. Diese Röhre arbeitet genauso wie die vorhin gezeigte. Bei Röntgensystemen gab es aber immer nur eine Röhre, da die Darstellung des Bildes sowieso monochrom war. Dies hier ist eine XR1071B. Moment, ich muss mal in die Kamera kommen. Dies ist ein sogenanntes Blambicon. Der Unterschied zwischen Blambicon und Videokon ist nur die Beschichtung des Targets. Also das Blambicon besteht unter anderem aus Blei. Und das Videokon ist meistens eine Schwefelverbindung. Diese Röhre ist von Valvo. Auch hier ist. Die anderen auch. Ja, sieht man auf der linken Seite die Kathode mit Wendezylinder, Fokussieranode, Beschleunigungsanode. Und die hat noch eine kleine Besonderheit, nämlich den Aufsatz. Die etwas Älteren werden sich daran erinnern, dass die ersten Schwarz-Weiß-Fernseher, die eine rechteckige Bildröhre hatten, dass die Ecken rund ausgeführt waren. Diese runde Ausführung hatte nicht nur einen Grund in der Ästhetik der 50er Jahre, sondern hat auch einen technischen Hintergrund. Die ersten 60-Grad-Bildröhren waren nicht in der Lage, die Ecken sauber darzustellen. Das Bild wurde unscharf auf den Ecken. Darum hat man technisch, also auch schon bei der Aufnahme, die Ecken ausgespart. Und es wurde in Form eines Aufsatzes auf der Röhre gemacht. Die Röhre selbst ist, wie gesagt,
Und wie immer, also nimm den rechteckigen Teil auf, wurde aber durch den Aufsatz ein bisschen schwer zu zeigen. Durch den Aufsatz wurden die Ecken ausgespart. Zu sehen ist das unter anderem, ich mache jetzt keine Werbung, aber wer auf YouTube die Originalaufnahme von Trafi Deutscher Marmor, Stein und Eisenbrecht sucht, findet einen kurzen Ausschnitt. Dieses Video wurde auf damals einem neuen System aufgezeichnet, nämlich Video. Oder wie es damals auf Fernsehtechnik hieß, die MAZ, magnetische Aufzeichnung. Und diese Kamera hat diesen besagten Aufsatz gehabt und somit das Bild in den Ecken halt ausgespart. In der Aufnahme sieht man es sehr gut auf den heutigen rechteckigen Bildschirmen, die es rechteck komplett darstellen, dass die Ecken, wie gesagt, ausgespart sind. Das hier waren jetzt alles Widikon-Röhren. Es gibt doch jetzt ein älteres Konzept. Da muss ich jetzt ein bisschen zaubern, weil mir geht jetzt der Platz aus. Und zwar, das ist eine sogenannte Oerticon-Röhre. Das ist eine 5820 von RCA. Laut Eigenwerbung von RCA ist es eine der komplexesten Röhren überhaupt. Ich versuche mal das Ganze zu zoomen. Die Uplink-Einheit fehlt mir zu dieser Röhre. Die sieht aber ähnlich aus wie die vorhin gezeigte Uplink-Einheit mit einem Unterschied. Es gibt Uplink-Einheiten für zwei Elektronenstrahler. Das ist das Target. Beziehungsweise ich bin es, weil ich mich spiegele. Im Hintergrund ist mein Neuberger, der gerade in Reparatur ist. Das ist der Nachteil bei Röhrenfotografie, man fotografiert Spiegel. Versuche nochmal ein gutes Bild aus den Innereien zu bekommen. So, wie funktioniert diese Oerticon-Röhre? Diese Röhre ist relativ komplex. Und zwar, ich muss mal so darstellen, wie die anderen auch, dass es gleich ist. Im Inneren des Systems habe ich hier, wie gesagt, die Kathode. Hier ungefähr ist die, im Inneren ist die Kathode. Ungefähr auf dieser Höhe ist die Fokussier- und Fokussierelektrode. Und hier ist die Beschleunigungsanode. Hier ist das Target. Und die Anschlüsse für das Target. Diese Röhre funktioniert etwas anders. Und zwar wie ich schon bereits gesagt habe, es gibt zwei Uplink-Einheiten, nämlich zum einen für den Elektronenstrahl selbst und als zweite Einheit der rückkehrende Elektronenstrahl. Weil diese Röhre funktioniert anders. Nämlich
die Belichtung auf dem Target. Das Target selbst leitet den Strom nicht raus wie bei den Vidicons, sondern die Elektronen werden rausgeschlagen durch den Elektronenstrahl, der die Sicht, also das Target abtastet. Und die rausgeschlagenen Elektronen werden von der zweiten Ablenkung wieder eingefangen und werden zu einem sogenannten Sekundärelektronenvervielfacher geführt. Das ist die jetzt hier abgebildete Einheit. Das ist ein sogenannter Sekundärelektronenvervielfacher. Nämlich jede einzelne Anode hier heißt jetzt Dynode. Und jede ist von rechts nach links, die ist positiv geladen. Und jede weitere Elektrode ist ungefähr 100 Volt höher positiv geladen. Das Prinzip ist jetzt, dass der schwache Elektronenstrom, der zurückgeleitet wird, wird jetzt durch den Aufschlag weitere Elektronen aus der Dynode herausschlagen. Und auf der zweiten Elektrode, Dynode, passiert dasselbe. Die dritte Dynode wieder dasselbe, die vierte und die fünfte. Also der Strom wird dadurch immer weiter verstärkt. Und dann zum Schluss von der eigentlichen Anode aufgenommen. Auf diese Weise hat man den relativ schwachen Strom der rückkehrenden Elektronen verstärkt und danach verarbeitet in der Kamera. Diese Aufnahmeröhre ist relativ komplex in der Handhabung. Die Kameraleute damals konnten diese Kamera Hochpack tragen. Und zwar zu sehen, wer den Film Die Glücksritter kennt von Billy Wilder, müsste Billy Wilder gewesen sein. Es geht um einen Kameramann, Jack Lemmon hat ihn gespielt, der von seinem Kollegen angestiftet wird, einen Unfall zu faken und damit Versicherungen zu kassieren. Dieser arbeitet als Sportreporter auf dem Footballfeld und läuft mit einer transportablen Kamera rum. Und in dieser Kamera ist diese Röhre. Die entsprechende Elektronik, die zu dieser Röhre gehört, füllt einen ganzen Übertragungswagen. Also das Kabel, das aus dieser Kamera rauskommt, ist armdick. Ich versuche nochmal die Dynoden zu zeigen. Die Dynoden bestehen aus einer dünnen Metallfolie. Und das Target der Röhre ist leider schwierig darzustellen. Die Detailbilder aller Röhren sind wie immer in der Videobeschreibung. Somit verabschiede ich mich und ja, danke fürs Zusehen und bis bald. Größenvergleich.